Also was ich ganz sicher noch anders machen würde, ich würde mir viel mehr Mühe geben mit Sprachen. Sprachen sind der Schlüssel, um andere Menschen können, für etwas zu begeistern. Ich musste auf die harte Tour lernen. Ich war Le Shop in Lausanne, habe wirklich schlecht Französisch geredet und habe relativ lange Anlaufzeit gebraucht, bis ich auf einem passablen Niveau Französisch reden konnte. Und das würde ich ganz sicher noch anders machen, am besten mit einem Sprachaufenthalt verbinden. Mein Name ist Manuel Reber, ich bin Verkaufsleiter bei der Denner Partnerbetrieb und wir sind Teil der Migros-Gruppe. Das Coolste am Job ist die Freiheit, die man hat, sich den Tag selber zu gestalten. Es gibt immer wieder Probleme, die auftauchen und es liegt an einem selber, wie man das managt. Und ganz spannend ist, es gibt eigentlich für praktisch kein Problem gibt's eine Patentlösung, sondern viele Wege führen nach Rom. Der Verkaufsleiterjob ist sicher kein klassischer 8-5-Job. Das heisst, wer das will, ist falsch im Job. Und eine weitere Einschränkung ist, wir machen ca. 30 bis 60.000 Kilometer mit dem Auto pro Jahr. Man verbringt also jeden Tag 1, 2, vielleicht 3 Stunden im Auto. Wer das nicht will, dem rate ich auch davon ab, Verkaufsleiter zu werden. Also wir sind Denner, wir sind der führende Schweizer Discounter mit dem dichtesten Verkaufsstellennetz. Wir haben sowohl Läden in der Stadt als auch in den abgelegensten Alpentälern. Uns findet man eigentlich überall. Mein Job dabei ist Verkaufsleiter bei der Denner Partnerbetrieb. Das heisst, ich bin das Bindeglied zwischen der Denner AG und selbstständigen Detailisten, die sich als Franchise-Nehmer bei Denner betätigen. Mögliche Tätigkeiten, die ich den Tag durch mache. Ich treffe mich zum Beispiel mit Interessenten, die selbstständig werden wollen. Ich spreche mit ihnen, besprechen, was es alles braucht, um einen Laden zu betreiben, auch finanziell, auch vom Werdegang her. Ich treffe mich möglicherweise mit einem Projektleiter vom Ladenbau, um einen Umbau zu besprechen. Ich gehe in die Läden, ich bin viel auf Achsen, ich habe viele Termine mit Detailisten. Da geht es darum, dass wir Sortimentskontrollen machen, den Ladencheck. Pro Tag bin ich ca. 2 bis 3 Stunden im Auto unterwegs. In meinem Rayon, das wäre jetzt in meinem Fall die Nordwestschweiz, wo ich insgesamt 28 Läden betreue, fahre die regelmässig an, bespreche mich mit den Detailisten und probiere auftretende Probleme gerade direkt im Laden vor Ort zu lösen. Ich kann aber die Zeit im Auto auch nutzen, um viele Telefone zu erledigen. Also aufgewachsen bin ich im Kanton Nidwalden, habe dort eine Primarschule und das Kollegium absolviert, bin nachher auf St. Gallen, habe der Uni einen Marketingmaster abgeschlossen und nachher die Chance bekommen, als Trainee bei der Migros im Departement Handel anzufahren, nach Stationen bei Le Shop, Migrolino. Und dann bin ich anschließend bei Denner eingestiegen als Junior-Verkaufsleiter. Ich habe berufsbegleitend immer im Verkauf gearbeitet und darum war das genau die richtige Herausforderung. Ich habe dort die Möglichkeit bekommen, an der Kasse zu arbeiten, Bestellungen zu machen, Aktionspräsentationen zu machen, einfach um den ganzen Frontprozess bei Denner kennenzulernen und anschließend ein kleines Rayon übernehmen. Und nachdem, etwa Ende 2015, habe ich dann als Verkaufsleiter anfangen. Das heisst, man macht das gleiche wie als Junior-Verkaufsleiter, hat aber ein grösseres Rayon, das man betreut. Bei mir sind es jetzt insgesamt 28 Läden. Ja, es würde auf jeden Fall anders gehen. Wenn man unsere Gruppe anschaut, wir sind wild durcheinander gemischt. Wir haben Akademiker, wir haben gelernte Käser, gelernte Metzger. Schlussendlich, was uns eint, ist die Freude am Detailhandel, die Freude am Verkauf, die Freude an Lebensmitteln und ein gewisses Flair für den Umgang mit Kennzahlen, mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.